Hallo ihr Lieben! Ja, heute gibt es wieder mal ein Pop-Out-Video und zwar, ich habe ein paar Pfötchen gegossen. Ihr werdet es ja gleich sehen und ja, ich werde das Video zusammenschneiden. Ich werde ein paar Teile Pop-Outs filmen und dann zu einem langen Pop-Out-Video zusammenfügen, weil ich habe jetzt erstmal hier nur die Pfötchen und das ist ein bisschen wenig. Die anderen Sachen sind noch nicht fertig und ja, also nicht wundern, das Video wird dann einfach aus mehreren Teilen bestehen, aber ja, ihr seht es ja dann, das kommt dann alles in einem für euch. Ja, und ich würde einfach sagen, ich fange mal an. Ich habe wie gesagt Pfötchen gemacht, ich bin ja so verliebt im Moment in die Regenbogenfarben, Regenbogenteilchen, wie auch immer. Und dachte mir, so Regenbogenpfötchen sehen bestimmt auch sehr hübsch aus und habe mich da mal ein bisschen rumprobiert. Die sehen auch alle ein bisschen unterschiedlich aus und die sind auch noch nicht ganz durchgehärtet. Also kann ich auch eventuell dann noch Schraubösen reinmachen, das überlege ich mir noch. Ja, so. Richtig cool geworden. Mal gucken mit dem Licht. So. Ich finde es so hübsch geworden. Die sind auch zweifarbig. Ich weiß, man sieht es nicht so gut. Hier zum Beispiel sieht man es ein bisschen. Hier ist rosa und orange. Und ja, die Pfötchen sind halt sehr klein. Das war dann da ein bisschen schwierig. Aber hier sieht man es ja natürlich auf jeden Fall. Aber ja, ich finde die eigentlich recht hübsch geworden. Auch mit dem Glitzer da. Richtig cool geworden. Ich lege die mal so hier hin, dass man die auch sehen kann. Die sind wie gesagt alle ein bisschen unterschiedlich. Wobei, ich glaube, ich habe die immer einmal doppelt. Moment, das ist nochmal gerade drin. Ich meine, ich hätte die hier immer doppelt gemacht. Oh, das ist ein bisschen dünn geworden. Ja, das ist von der Farbe her wie das hier. Ja, genau gleich. Ja, das sind immer die zwei. Ja, da sieht man mal den Unterschied. Das eine ist ein bisschen dicker. Ja, dann habe ich das hier. Richtig cool geworden. Das gefällt mir richtig gut. Das ist noch dicker. Ich habe die irgendwie ein bisschen. Ich wollte die mal ein bisschen dicker gießen als sonst. Und ja. Ich weiß nicht, irgendwie sieht man das so besser. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, immer die zwei gleich. Dann so. So, ja, jetzt wurde ich unterbrochen. Das ist das nächste. Und das ist genau das gleiche. Müsste, ja. Habe ich jetzt die Kamera verschoben? Ich weiß nicht. Ist ja auch total wurscht. Ich finde die so hübsch, die Farbe. Ich wollte die auch unbedingt in Weiß gießen. Und ich werde die jetzt auch noch andersrum gießen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Ich werde, also ihr werdet es dann sehen, denke ich, wahrscheinlich direkt im nächsten, also im nachfolgenden Teil, was direkt ich dann direkt dranhängen werde. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Also ich finde, ich würde auch gerne den Hintergrund Regenbogenfarben machen und ja, nur die Ballen in einer anderen Farbe. Ich weiß aber noch nicht in welcher Farbe, weil ja, weiß oder schwarz ist vielleicht ein bisschen doof. Ich weiß es echt noch nicht. Ob ich die Ballen dann vielleicht rosa mache oder so und den Hintergrund Regenbogen oder ach, ich habe keine Ahnung, ich muss mir das noch überlegen. So, und dann den letzten. Ja, finde ich richtig hübsch, auch wenn die hier so liegen. Sieht so schön aus. Ja, gefällt mir gut. Dann habe ich noch Katzenpfoten gemacht, vom selben Prinzip. Die sehen aber ein bisschen anders aus. Da habe ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, das kann man jetzt nicht sehen, glaube ich. Eine Reihe ist komplett gleich, glaube ich, und die anderen sind unterschiedlich, aber ich hole sie einfach raus und wir werden sehen. Habe ich einmal die hier. Und ich finde, hier sieht man es ganz gut, weil die ein bisschen größer sind. Hier ist rosa-orange, dann hier orange-gelb, gelb-grün, grün-blau und dann hier blau-lila und wieder rosa. Finde ich richtig cool. Also mir gefallen die echt super gut. Ja, ja. Genau, und das sind die, die sind jetzt erstmal alle gleich. Also vom Prinzip her, seht ihr ja, die habe ich alle gleich gegossen. Und den letzten noch. Ich glaube, ich hatte noch nie so dicke Katzenpfoten. Ich habe das absichtlich mal, also die sind immer noch dünn. Ich gieße die ja gerne ziemlich dünn, aber ja.
Ich finde diesen Effekt hier immer so toll, wenn das so ineinander läuft. So hübsch. Richtig cool. Ja, das sind die. Und dann habe ich noch andere. Okay, die ist jetzt genauso. Ja, auch nochmal so eine. Aber jetzt, oder? Ich meine doch, ja, die sind jetzt ein bisschen anders verteilt. Da ist auch ganz viel Glitzer. Das ist richtig cool. Habe ich noch die. Und die letzte. Oh, die ist ein bisschen dünn. Naja, nicht schlimm. Die ist halt jetzt nur so. Na, so. Ja. Das sind die Pfötchen. Und ja, wie gesagt, das wäre für ein Video ein bisschen zu wenig gewesen. Und ja, ich habe hier noch eine Katze liegen. Da habe ich Reste gegossen. Die hat hier noch ein Bläschen, aber ich finde die so hübsch, die bleibt bei mir. Und da habe ich ja einfach Reste reingegossen von was übrig geblieben ist von den Regenbogenfarben. Die holen wir jetzt auch noch zusammen raus. Ich kann euch dann auch noch mal die anderen Teile zeigen. Die habe ich gestern schon rausgeholt. So sieht die aus, so rosa-gelb und das Ohr ist ein bisschen orange noch. Das ist so hübsch, da mache ich mir einen Anhänger draus. Ich mag so gerne rosa und gelb zusammen, das finde ich so hübsch. Und ja, das wird dann ein Anhängerchen für mich. Und ich zeige euch noch schnell, die habe ich hier neben liegen. Habe ich einmal hier, wie gesagt, immer aus Resten ein Einhorn nochmal gegossen. Total cool. Dann habe ich ein buntes Hasi gemacht, der kriegt noch ein Gesicht. Der hat so. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist ein Auge. Da ist ein Auge, so ist das so ein Pfeil. Und da ist der Mund. Und ja, es wird noch nachgemalt. Mal gucken. Dann habe ich aus den Resten noch so einen Einhornkopf gemacht. Auch mal ganz cool. Und das war es dann auch. Soweit. Genau. Und ja, ihr Lieben, das war es erstmal. Und ja, die nächsten kommen dann nach. Und ja. Für euch ist es ein Video, wie gesagt. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, ihr Lieben, weiter geht's mit dem Pop-out. Und zwar habe ich jetzt hier so, ja, Farbverlauf, Regenbogenpfötchen gegossen. Und ich bin gespannt, wie die so aussehen. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach los. Und ja, wir gucken mal. Die sind jetzt, ja, es geht eigentlich. Ich dachte, die wären ein bisschen dünner, aber es ist in Ordnung. So, die sind vorne rosa und hinten dann eben so Farbverlauf. Finde die eigentlich jetzt auch ganz hübsch. Ich habe gedacht, ob das was geworden ist, aber ich finde es eigentlich ganz schön. So richtig schön pastellig. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt so gut sehen könnt in der Kamera. Ja, ich finde die eigentlich ganz hübsch geworden, vor allem viel Glitzer. So, wie mache ich das mal? Mache ich mal so. Könnt ihr sehen, ja. Und die sind alle gleich. Also ich hole sie jetzt alle raus, einfach weil der Farbverlauf ja auch immer ein bisschen unterschiedlich ist. Aber da habe ich jetzt ja keinen Unterschied gemacht, weil ja, ne, weil die sind halt alle gleich. Hier sieht man halt, sieht man es gut. Hier ist schön lila. Ja, ist schon sehr cool. Ah, die sind doch recht dick geworden. Dann bin ich ja froh. Ich hatte schon Angst, die werden zu dünn. Ja, das ist doch super. Da freue ich mich sehr. So, ich lege die jetzt einfach hier hin. Ihr seht es ja, wie gesagt, die sind alle ungefähr gleich. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, das Blau hat sich so ein bisschen verabschiedet. Ich weiß aber nicht so genau, warum. Man sieht es auch hier hinten. Man sieht irgendwie nur noch lila-orange. So. Keine Ahnung. War vielleicht zu wenig Pigment drin oder so. Aber ja, finde ich jetzt nicht weiter tragisch. So. Und trotzdem sehr hübsch. So. Und so. So, ich die Form mal zur Seite. Dann machen wir noch die großen raus. Ja, die sind auch dick genug. Hier sieht man halt den Verlauf besser. Das ist halt bei den großen einfach immer. Ja, hier sieht man auch schön das Blau noch. Da. Hier ist blau. Ja, die sehen halt doch ein bisschen anders aus, ne? Die haben halt mehr was von Regenbogen, aber ja, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Sind auch alle gleich.
Und zum Glück auch alle recht dick, Gott sei Dank. Ich habe echt gedacht, oh nee, die werden so dünn. Seht ihr das hier noch? Ja, könnt ihr sehen. Dann kann ich gleich die Schraubösen reinmachen, das ist doch top. So, und noch eins. Zack. So, das waren die Fötchen. Ich zeige euch die nochmal im Vergleich mit denen von vorher. Ne? Das sind die. Ja, ich habe Harz am Finger hängen. So. Ja, macht doch was ganz anderes her, ne? Bin mal gespannt, welche euch besser gefallen. Die mit vorne Regenbogen und weiß oder hier mit Regenbogen im Hintergrund. Da bin ich gespannt. Mir gefallen beide sehr gut. Ist halt was komplett anderes. So, dann geht's mal weiter. Ja, ich lasse die mal so hier liegen. Wie ihr seht, ich habe wieder Reste verwertet. Und hier oben liegt ein Hund. Der ist komplett hellblau. Das hatte ich noch übrig. Ja, vielleicht ist deswegen auch so wenig Blau hier, weil ich noch so viel Blau übrig hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte einfach viel zu viel Blau übrig. Und ich hatte von jeder Farbe gleich viel angemischt. Ja, kein Plan. Ich gedacht, ich gieße nochmal einen Hund. Auch total hübsch geworden. Richtig cool. Der glänzt auch noch so schön. Manche von den Formen sind nicht mehr so schön. Von Doreen Beats. Dann habe ich hier wieder mal noch einen Einkaufswagen-Chip, weil die Form, die macht es nicht mehr so lange. Und ja, man merkt schon, der geht kaum noch raus. Ja, die Form ist bald hinüber. Dabei habe ich noch gar nicht so viele davon gegossen. Das ist immer so ein bisschen schade. Aber naja. So ist das halt mit den Formen und dem Harz. Die gehen halt einfach irgendwann alle kaputt. Leider. So, komm raus. Ja, noch geht's, aber ihr seht ja, ne, die ist ganz weiß schon. Naja, ein paar gehen noch, aber dann ist Ende Gelände. So, der sieht wieder so aus. Ich habe ja schon mal so welche gemacht. Einfach mit Verlauf. Finde ich auch ganz hübsch. Dann habe ich noch zwei Hasis gemacht, weil ich dachte, ist mal was anderes. Zwei Regenbogen-Hasis. Komm raus. So, voll süß. Oh, das sieht auch aus wie ein Auge hier oben. Seht ihr das, den Glitzer? Der sitzt genau richtig. Sehr cool. Ja, dann habe ich einmal den und den noch. So. Total süß, oder? Ich finde die toll. Seht ihr die hier? Ja. So, und dann hatte ich noch immer Reste und ich wusste nicht genau, was ich machen sollte. Und dann habe ich mir überlegt, ich gieße mir Hintergründe. Und zwar habe ich mir wieder hier diese Sterne und Herzen gegossen, das kennt ihr ja schon. Und da ist nichts drin sonst und ich werde die dann wieder verzieren. Da hatte ich ja schon mal ein Video, ich glaube sogar im Livestream hatte ich das gemacht. Und das ist so hübsch mit diesen Farben und also alles im Pastell. Hier hängt noch von Reste, muss ich nachher noch abmachen. Und da jetzt schön ein Sticker drauf, bisschen verziert und schön gedomt wieder. Ja, ich denke, das werde ich machen. Das werde ich auch mit euch zusammen machen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das hier noch an das Video dranhänge oder ob ich das einzeln mache. Das überlege ich mir noch. Das werdet ihr ja dann sehen. Ja, dann habe ich mir hier so ein paar Sterne gemacht. Alle ein bisschen anders. So. Einfach aus den Resten. Und die glitzern so schön. Ja, da hängt auch noch was hinten dran hier. Ah ja, werde ich ja eh nachher noch abschleifen. Dann habe ich den noch. Und noch ein Stern, der ist nur hellblau-rosa und ich finde, der bietet sich extrem an für Little Twin Stars. Habe ich gedacht, schauen wir mal. So, hier liegt ein Katzenhaar. Seht ihr das hier noch? Nee, ne? So ein bisschen zusammenrutschen. Irgendwo die Herzchen auch noch hinlegen. Die sind recht groß. Jo. Das ist so hübsch. Ich mag das so mit dem Rosa und dem Gelb und hier unten das Lila. Ich hoffe, man kann das sehen. Und die sind auch richtig schön dick geworden. Oh, ich freue mich. Das ist richtig gut geworden. Dann habe ich hier noch eins.
in Rosa und Lila und Blau. Oh, es schimmert so schön. So, wo lege ich die jetzt hin? Schieb die einfach mal hier so ein bisschen rein. Dann habe ich noch eins so gemacht. Ups. So hübsch. Ja, ich freue mich schon total, die zu bearbeiten dann. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Ich muss nämlich dann gleich arbeiten. Ich muss mich dann jetzt bald fertig machen und dann geht es schon los. So schön. Schieb die einfach mal hier so rein. Und zum Schluss noch das hier. Das ist so, so schön sind die. Ist auch cool. Das sind dieselben Farben, nur halt anders angeordnet und ja. Richtig schön. Ich freue mich. So viel Pastell auf meinem Tisch. Ja, ich finde es richtig toll. Ja, ich weiß nicht, was ich... das wäre jetzt ein bisschen lahm, das Video so schon hochzuladen. Ich weiß es noch nicht genau. Oder ob ich noch mehr gieße und euch noch mehr hinten dran hänge. Ich muss mal schauen. Ihr werdet es ja sehen. Und ja. Ja, ich denke, ich hänge euch noch irgendwas hinten dran. Vielleicht auch einfach dann das Bearbeitungsvideo oder so. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt geht es erstmal mit den Pfötchen weiter. Und zwar habe ich die fertig gemacht. Und wollte euch die jetzt mal zeigen. Da sind jetzt Anhänger dran schon. Und ja, ich kippe die einfach mal hier hin, sonst wird es zu laut. Und ja, und dann zeige ich euch die jetzt einfach einzeln. Die sind auch alle unterschiedlich. Ich habe die Regenbogenpfötchen, Also ich habe ja hier die weißen und die anderen Regenbogen. Ich zeige es euch ja gleich. Und ich habe da immer hier eine Perle dran gehängt. Da habe ich unterschiedliche, werdet ihr gleich sehen. Herzchen, Sternchen und Schleifchen. Und habe da immer so eine Kette oben dran gemacht, weil ich fand das auch mal ganz süß, so mit dem, dass man die einfach hier irgendwo dranhängen kann. Und ja, zeige ich euch erstmal die. Hier ist eins mit Schleifchen, das finde ich auch ganz, ganz niedlich. Und die sind alle im selben Prinzip und alle mit Gold. Ich finde das so hübsch zu dem Regenbogen, das gefällt mir so gut. Dann habe ich hier eins mit gelben Herzchen. Ich finde das alles so schön passend zu den Farben hier, dieses Pastellige. Und ja, ich habe extra unterschiedliche gemacht, damit für jeden Geschmack was dabei ist sozusagen. Da habe ich noch ein rosa Schleifchen. Da ist noch eins. Dann habe ich hier noch eins mit rosa Herzchen. Dann habe ich noch mal hier, das ist auch noch mal das gleiche. Na, hat sich verwurschtelt hier. Mit lila Schleife noch mal. Leg's mal hier drauf. Dann habe ich eins mit lila Herz. Waren das alle? Ja, das waren alle von den hellen. Dann habe ich die kleinen Pfötchen. Auch einfach nur mit einem Anhängerchen. Habe ich ein bisschen kleinere gewählt, weil es passt ja auch zu den kleinen Pfoten. Und ja, wie gesagt, alle haben diese Kette dran. So. Dann lila Stern. Sind einfach, ja, einfach gehalten. Hier mit Herzchen. Ich fand das auch mal so süß. Einfach mal so, ja. Hier ist ein bisschen grüneres, weil ich fand das so passend, weil das hier auch so grün ist. Ja, ich denke, da ist für jeden Geschmack was dabei. Hier mit so einem, ja, das ist kein rosa, das ist so eine, wie so Haut. Wie sehe ich eigentlich aus? Überall habe ich schwarze Flecken an den Händen. Bestimmt vom Feuerzeug. Dann hier mit Herzchen. Ach, die sind so niedlich, mir gefallen die so gut. Mit rosa Stern. Da ist noch eins. Mit blauem Stern. Jo, ich finde die total niedlich. Ich glaube, das war's. Nee, da ist noch eins. Da ist noch eins mit gelbem Stern. So. Jo, genau. Das waren die hellen, ich glaube alle. Ja, ich meine schon. Ich tue die mal kurz hier zur Seite.
Farbe hin. Und jetzt habe ich noch die regenbogenfarbene. Das ist dasselbe Prinzip. Ne? Einfach mit ja, Kette dran. Dann habe ich die, also erstmal die Katzenpfoten auch hier mit rosa. Da sieht man auch nochmal den Unterschied hier zwischen so einem hellem Orange und Rosa. Die hat ein gelbes Herzchen bekommen. Hier ist noch ein grünes. Die hat ein lilanes Herzchen bekommen. Dann habe ich eine, ach hier ist noch eine mit grün, also mit so Türkis. Das ist so Mintfarben. Ich lege mal dahin. Was hat die dran? Ja, okay, genau. Und dann habe ich noch hier die mit rosa Stern und mit lila Stern. Und dann kommen die kleinen. Da habe ich dann auch kleinere Herzchen wieder benutzt. Lila, ist alles gleich, gelb und in Mint. Hier ist ein weißes dran, das fand ich auch mal ganz cool. Eins in rosa. Ich werde die auch in den Shop reinstellen, also wer Interesse hat, die kommen in den Shop. Ich versuche es heute noch zu schaffen. Werde die jetzt nach und nach, ich muss dann noch schnell die Fotos machen und dann werde ich die in den Shop packen. Habe ich hier noch lila, das ist so ein helles, so ein Flieder und hier ist ein dunkles lila. Ja, es hat alles dasselbe Prinzip. Dann habe ich noch ein rosanes. Kann auch sein, dass ich die manchmal doppelt habe. Ja, hier, die sind beide mit rosa. Ich stelle die trotzdem alle einzeln ein. Und hier ist nochmal eins mit einem größeren Herz. In lila, mit so einem schimmernden Herz. Das ist so noch eins von den anderen. Das lag da noch drunter. Ja, das ist sozusagen mein Craft-Update aus dem Pop-Out, was ihr gesehen habt. Und jetzt als nächstes würde ich gerne noch mit euch die anderen Teilchen machen. Ich habe die noch hier liegen, die da. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Ich räume kurz hier auf und dann suche ich mir ein paar Sticker raus und dann, ja, würde ich sagen, wir dekorieren die zusammen und ja, und dann werde ich das Video auch hochladen. Also ich werde jetzt nicht warten, bis die dann auch noch fertig getrocknet sind oder so. Ich werde es dann einfach hochladen, weil, ja, gedomte Teile sehen auch, ja, genauso aus, wenn sie getrocknet sind. Ja, und deswegen würde ich sagen, ich räume jetzt auf und bis gleich. So, ihr Lieben, kommen wir zum letzten Teil. Und zwar habe ich mir hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe die Teilchen schon hingelegt. Hier ist mein Perlenpen, mein Schmucksteinkleber, ein paar Sticker habe ich hier schon hingelegt, die ich benutzen möchte. Und meine Jellies habe ich mir hier schon hingelegt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal wieder mit den Jellies an, weil ich habe mir hier schon einen Becher Harz fertig gemacht zum Dome und das kann jetzt ruhig ein bisschen angelieren, dann ist das ein bisschen besser zu verteilen. Und in der Zeit würde ich gerne erstmal die Jellies aufkleben, damit die trocknen können bis dahin und dann die Sticker auswählen. Und ja, ich habe mir überlegt, ich habe das letzte Mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr, bei Insta oder so, mit den Jellies farblich passend. Also jetzt hier zum Beispiel hier gelbe, dann hier blaue und hier lilane und ich fand das eigentlich ganz hübsch. Und das werde ich so machen, insofern ich noch die Jellies habe in der Farbe. Aber ich glaube, ich habe noch genug. Also hier habe ich noch ein paar gelbe gefunden. Und ja, hier sind auch noch ein paar rosane, sind aber nur noch wenige. Und ja, hier sind auch noch ein paar hellblaue. Und hier sind noch ein bisschen dunklere Blau, die kann man auch benutzen. Und hier sind die Lilanen, also ich denke, das wird irgendwie schon gehen. Ansonsten kann man ja auch die Pinken nehmen. Oder, nee, weiße habe ich keine großen. Ich habe hier nur, also ich habe hier die großen und hier sind die kleinen. Und ja. Und ich denke, ich werde das einfach mal jetzt schnell machen, dass die, ja, dass das Harz, nicht ganz so fest wird. Und ja.
Aber die Rosanen sind echt ein paar wenige. Das ist echt schade. Das reicht gerade so für eins. Oder ich nehme die Kleinen. Da habe ich halt noch ganz, ganz, ganz viele. Aber die Kleinen sind mir, glaube ich, ein bisschen zu klein. Naja, gut. Ich guck mal, mit was fange ich denn an? Fange ich mit dem an? Ja, ich warte halt immer noch auf meine Jellies von Ali. Das nervt mich ein bisschen, dass die nicht kommen. Ich mache mal kurz Pause. So, weiter geht's. Jetzt habe ich erstmal das Gebimmel wieder gehabt in meinem Video. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal weggelassen. Einfach ausgemacht und habe mir jetzt nochmal hier Halbperlen geholt, weil das reicht einfach nicht mit den Jellies. Und ich glaube, mit den Halbperlen sieht das auch ganz hübsch aus. Und hier habe ich noch diesen Mix, da muss ich dann die blauen rausfriemeln. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich denke, das ist schöner, als ja, wenn die Jellies ausgehen. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich so lange warten muss auf meine Bestellung von Ali. Aber ja, so ist das halt, ne? Bei Ali dauert das halt doch immer eine Weile. Es gibt dann auch demnächst wahrscheinlich einen Ali-Haul. Ich muss mal gucken. Ich habe nämlich auch einiges bestellt und ein bisschen was ist schon da, aber noch nicht alles. Und ja, muss ich mal sehen, was ich da mache. So, ich klebe jetzt einfach so da drauf. Ja, bei Ali dauert es im Moment. Also ich habe auch wirklich noch einiges, was noch kommt. Und ja, ich weiß auch nicht. Der eine hatte jetzt letztes was Falsches geliefert, was ja auch total nervig ist. Das kann man dann auch nicht irgendwie groß da wieder regeln. Also im Endeffekt kriege ich jetzt das Geld zurück. Fliegt alles durch die Gegend. Kriege ich jetzt das Geld zurück, was ja auch in Ordnung ist, aber ich wollte ja halt eigentlich, das war eine Silikonform für Halloween und die wollte ich halt eigentlich ja unbedingt haben und ja, das nervt mich jetzt schon so ein bisschen, dass ich die ja jetzt trotzdem nicht habe. Es bringt mir ja auch nichts, also ist klar, ist das toll, wenn er mir das Geld zurück überweist, weil, ne, jetzt weiß ich nicht, ob ich die dann einfach nochmal bei dem Shop bestellen soll, weil die, ich habe die irgendwie nur da gefunden und ja, muss ich mal schauen. So, jetzt machen wir mal hier lila. Das machen wir mal so. Mit dem blauen, das wird halt ein bisschen komplizierter. Die habe ich leider noch nicht sortiert. Irgendwie, die sind leer. Ich hatte die mal schon mal aussortiert, aber ja, setzt euch da mal hin und sortiert mal diese Perlen hier auseinander. Da wird man wahnsinnig. Also ich bin ja so ein Freak. Ich mache das ja, weil ich brauche die wirklich einzeln. Aber ja. Die blauen, da waren nur ein paar und die hatte ich schon aufgebraucht und ja. Deswegen muss ich da jetzt noch ein paar ja, nachsortieren. Naja. Heute ist der erste Tag, wo es mal nicht den ganzen Tag regnet in Folge. Es hat jetzt gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Und ich war gestern noch unterwegs und meine Schuhe, die sehen aus wie Arsch. So, es reicht, oder? So, jetzt mal die blauen da rauspopeln. Wie mache ich denn das mal am dümmsten? Ich bräuchte noch mal irgendwie irgendwas zum drauflegen. Ich hole mir gerade mal was. So, ich habe mir jetzt noch mal einen Deckel geholt. Und da kippe ich jetzt einfach mal ein paar drauf. Kann ich ja dann auch davon benutzen. Aber da sind dann auch eben die blauen. Da sind nämlich recht viele blaue mit dabei. So, ich hoffe, ihr seht das alles gut. Schmucksteinkleber. Und dann machen wir jetzt den Rest hier blau. Ich finde das eigentlich ganz hübsch mit den Perlen. Also gefällt mir auch gut. Müssen ja auch nicht immer Jellies sein. Das hat ja auch nicht jeder Jellies. Ich werde so oft gefragt, wo ich meine Jellies bestelle. Und ja, die gibt es leider nur in China. Und ja, also wie gesagt, ich habe die sonst immer über eBay bestellt. Und jetzt mal über Ali. Das geht nicht. Über Ali, weil ja, die gibt es halt überall. Und man muss da einfach nur mal ein bisschen gucken und mal ein bisschen Preise vergleichen. Also es war halt immer so gewesen, dass die bei Ali schon etwas teurer sind als bei eBay, weil... Ja, man kann halt bei eBay einfach Glück haben,
weil das ja Auktionen sind und ja, wenn man Glück hat, kriegt man die recht günstig ersteigert, aber es dauert halt und man muss da auch über mehrere Tage warten und sammeln, je nachdem wie viele Farben an Jellies man haben möchte, die sind ja auch manchmal laufen die Auktionen zu unterschiedlichen Zeiten aus und da muss man dann halt, wie gesagt, über mehrere Tage sammeln und das finde ich dann manchmal ein bisschen nervig und deswegen habe ich die jetzt einfach über Ali gekauft, wo die zwar teilweise ein bisschen teurer waren, aber ja, die kaufe ich, bezahle das und dann weiß ich, es wird verschickt und ich bekomme die Sachen und muss jetzt nicht irgendwie da ewig lang noch sammeln und warten und keine Ahnung. So, das war jetzt ja wieder klar, dass das nicht so passt. Ja, rutsche ich einfach ein bisschen hier zusammen. Dann passt das schon. Ja, finde ich sehr, sehr hübsch. Ich zeige es euch nochmal. So. Finde ich, sieht richtig cool aus. Und ich denke, das werde ich jetzt auch so weitermachen. Ich muss nur mal gucken. Ich habe nämlich keine gelben. Also ich habe schon gelbe Halbperlen. Ist ein bisschen verrutscht. Irgendwo habe ich auch gelbe Halbperlen. Ich werde dann gleich mal gucken. Dann mache ich erstmal das alles gelb. Scheiße, das ist jetzt doof. Oder mache ich bei dem einen mal Jellies drauf? Ja, ich mache mal hier Jellies drauf, weil es hier gut passt. Ich hoffe, ihr seht das auch. Es glänzt halt hier so schön, aber ja, ich kann es ja, vielleicht so. So, lila Jellies habe ich. Weiß ich gar nicht, ob ich die da so gut rauskriege. Ich habe echt Angst, wenn ich das Ding aufmache, dass mir die ganzen Jellies um die Ohren fliegen. Ich gebe das besser auf. Jo. So. Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich die da rauskriege, weil ich habe jetzt hier keine Schale mehr zum... Ist das auch lila? Ja. Keine Schale mehr zum draufkippen. Mal gucken, ob ich die da irgendwie so rauskriege. Ich muss mir die mal hier hinstellen. Ist ja nicht schlimm, wenn ihr das nicht seht, denke ich. Hauptsache, ihr seht, wie ich die da drauf mache, wenn ich dann mal einen rauskriegen würde. So. Das kann halt jetzt im Moment dauern. Aber das haben ja so Watch Me Craft Videos an sich. Das ganze Video wird ja ziemlich lang insgesamt werden mit den Pop-Outs, mit dem Craft-Update und jetzt hier dem Watch Me Craft. Das wird wieder mal ein längeres Video werden wohl. Ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, wie lang welcher Teil war, aber das ist mir auch eigentlich relativ egal. Kommt ihr hier raus? Weil es dauert halt so lange, wie es dauert. Und ja. Ich habe auch letzt wieder einige positive Reaktionen bekommen auf das letzte lange Video, dass viele von euch das auch mögen, sich das Video beim Basteln nebenbei anzumachen und dann halt auch was zu basteln und das im Hintergrund anzuhören. Und ja, so mache ich das eigentlich auch ganz gerne bei langen Videos. Ich glaube, das habe ich ja schon mal irgendwann erwähnt. Mich nervt das auch immer, wenn ich hier sitze beim Basteln und möchte mir ein Video angucken und muss dann alle 5 Minuten mir ein neues Video suchen, weil es schon fertig ist. Das nervt mich auch immer extrem. Also ich bin da auch eher so lieber mal ein Video, wo ich weiß, das geht jetzt eine Stunde und dann kann ich mir das in aller Ruhe angucken und und muss nicht irgendwie alle paar Minuten mir ein neues Video raussuchen. So, ich denke, das geht. So, mache ich die wieder zu. Hoffe ich mal, aber ich brauche hier ja nicht viele von den hellen Launen. Oh, die gehen so schwer auf die Dosen. Die sind übrigens aus dem Nail Art Bereich. Die gab es bei Pretty Nail Shop, also wer da Interesse hat, da gibt es die. Das ist einfach Sortierboxen für Nail Art. Die habe ich mir bestellt, weil ich das für die Jellies richtig cool fand. Und die war auch nicht so teuer. Ich kann es euch jetzt nicht auswendig sagen. Das weiß ich nicht mehr, was die gekostet hat, aber die war echt nicht teuer. Einfach nur ein paar Euro. Und ich finde es einfach cool, dass man die Teile einzeln öffnen kann, weil... gerade mit den Jellies, da hat man ja rucki-zucki die Dinger umgeworfen und ja, das braucht man natürlich überhaupt gar nicht. So. Ja, das gefällt mir richtig gut. So Ton in Ton. Ich arbeite ja sowieso gerne Ton in Ton, das kennt ihr ja von mir wahrscheinlich schon.
dass ich ja auch gerne die Anhänger passend zum Harzteil mache oder so in derselben Farbe. Ich mache das einfach so gerne, es gefällt mir einfach total gut. Und ja, finde ich richtig cool. Mit den Jellies gefällt es mir fast noch ein bisschen besser jetzt als mit den Halbperlen, aber ja, was will man machen, ne? Ich kann es halt nicht ändern. Was nicht da ist, ist nicht da. Und man kann halt auch einfach nicht immer alles haben oder alles kaufen. Und ja, und Halbperlen, das wollte ich, glaube ich, vorhin schon sagen. Ich glaube, ich habe gar nicht fertig geredet. Keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich sagen, dass viele von euch keine Jellies haben, weil sie einfach nicht in China bestellen können oder wollen. Und ja, die hier eigentlich fast unmöglich zu bekommen sind. Und deswegen haben halt doch viele von euch eher Halbperlen als ja, Jellies. Und ich denke, da ist das auch mal ganz cool, wenn man da mal Halbperlen benutzt. Sorry fürs Gewackel. Ich stoße da einfach dauernd dran mit meiner Brille. Ja. So, das sind ganz schön viele. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen Gewusel. Ich meine, wer das langweilig findet oder wen das hier jetzt, wem das nicht passt, wen das stört, der kann ja natürlich vorspulen. Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja immer das Schöne an den Videos. Wem es zu lang ist, der kann ja einfach weiterspulen. Der braucht sich das Gelaber nicht anhören, wen das nicht interessiert oder so. Ja, das ist doch das Schöne an YouTube, dass man auch einfach weiterspulen kann. Oder halt eben das Video auch einfach ausmachen kann, wenn es einem nicht gefällt. Das mache ich übrigens genauso. Wenn mir Videos nicht gefallen, dann mache ich die auch zu und schaue sie mir halt nicht an, weil, ja, macht ja auch keinen Sinn. Ja, hier kleben wieder zwei zusammen. Das ist öfter mal so. So. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche Teile euch besser gefallen, mit Jellies oder mit Halbperlen. Das würde mich auch mal interessieren. So, komm raus. So, kriege ich dann noch eins hin? Ja, müssen wir noch mal ein bisschen Schmucksteinkleber hinmachen. Und aber eigentlich müsste da jetzt noch ein lilanes hin. Das mache ich gerade schnell, wenn ich da wieder eins rausbekomme aus der Dose. Heute ist übrigens Sonntag und ich hoffe, wie gesagt, dass ich es schaffe, das Video heute auch noch hochzuladen. Ich würde nämlich gerne noch ein Video heute machen. Geht das so? Ja. Und hoffe, dass ich die beide heute noch hochladen kann. Das gefällt mir richtig gut. Ja, ja, wie mache ich das? Ach, ich wollte ja gucken nach den gelben Halbperlen. Ich habe hier schon mal welche, die sind aber nicht gelb. Die sind leider so ein bisschen eher orange. Das bringt dann nichts. Hier sind noch ein paar gelbe mit drin. Das ist auch ein Mix, den habe ich mal irgendwie, glaube ich, in der Tauschpost gehabt. Ich denke, ich werde mir die hier einfach rauspopeln. Und ja, die sind auch ganz hübsch. Und dann mache ich das einfach. Reicht das für die gelben Teile? Ja, wir werden sehen. Ich werde das einfach mal so machen. Und ja. Ja, wie gesagt, heute ist Sonntag. Das geht ein bisschen hier rüber noch, das Lila. Heute ist Sonntag und ja, heute steht mal nichts an. Ich hatte eine echt anstrengende Woche gehabt. Ja, ich habe wieder die ganze Woche voll gearbeitet und das war echt viel zu tun. Und ja gut, dadurch ging die Woche halt auch sehr, sehr schnell rum. Fand ich auch sehr angenehm. Und ja, ich bin im Moment wieder ein bisschen im Shopping-Wahn. Und das ist echt, ja, man muss echt aufhören. Also Ali ist schon was echt, zu geil. Ali ist schon was echt Gefährliches. Also ja, das ist schon, da kann man schon leicht süchtig nach werden. Ich denke, die ein oder andere von euch wird es kennen. Gerade weil bei Ali alles so günstig ist und ja, man halt jedes Mal denkt, oh, das nur 1 Euro, das nur 1 Euro oder gar unter 1 Euro, wie auch immer, kann man noch kaufen, ne? Und aber das läppert sich dann doch über die Zeit und ja, manchmal ist das schon ein bisschen erschreckend. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal da drauf kurz. Hoffentlich kriege ich ein paar gelbe mit raus.
Ja, also Ali ist schon, Ali ist böse. Ali ist wirklich böse. Das ist schon sehr, ja, verlockend alles. Und ich habe jetzt auch wieder, vielleicht habt ihr es gesehen, wer mich bei Insta auch verfolgt. Ich hab in dem Moment wieder ein bisschen im Yankee Candle Wahn. Und also ich habe die Kerzen ja schon jahrelang, schon immer. Ich bin ein Riesenfan von Yankee Candles. Also ich kann die auch wirklich nur empfehlen. Und ja, irgendwie hat es mich im Moment mal wieder gepackt. Also es gibt immer so Phasen, gerade im Sommer, wo man relativ wenig, also ich zumindest relativ selten Kerzen anhat, weil es einfach, ja, ich habe das lieber im Winter. So im Herbst, Winter ist das eher so meins. Aber im Moment ist es ja auch wieder nicht so schön draußen. Es ist ja echt schon richtiges Herbstwetter gerade. Und guck mal, es hat jetzt genau gereicht. Ist doch schön. Ups. Und ja. Und da zündet man dann doch die ein oder andere Kerze an. Ich habe das natürlich auch immer. Ich habe ja mein Nagelstudio. Das wissen ja wahrscheinlich schon. Da wisst ihr ja alle schon, denke ich mal. Außer vielleicht die Neuen auf meinem Kanal. Und wenn ich am Arbeiten bin, möchte ich natürlich, dass meine Kundinnen sich wohlfühlen. Und Duftkerzen ist halt sowas, das gehört für mich irgendwie so ein bisschen mit dazu. In, ja, ich sag jetzt mal, in Wellnessbereich, wie auch immer. Nägel gehört ja doch irgendwie schon zu Wellness dazu. Und ja, deswegen habe ich auch immer Duftkerzen an, wenn meine Kundinnen kommen. Und da brennt bei mir eigentlich immer eine Yankee Candle, weil die einfach so gut den Duft abgeben und halt eben die ganze Wohnung ja riecht. So, die ist schon fest. Ja, ist doch ganz hübsch. Das gefällt mir richtig gut. Sehr cool. Ich muss mich langsam mal ein bisschen beeilen. Ich habe Angst, dass mein Harz fest wird. Ja. Ja, jetzt habe ich. Ich weiß nicht, ob das noch reicht, die gelben. Naja, da hast du mal die rosanen. Habe ich. Ja, nee. Muss ich da. So ein Mix ist auch blöd aus Jellies und. Ja, wobei ich habe ja ein paar rosa, ne? Ich probiere das jetzt nochmal hier mit rosa und Jellies. Ich habe ja welche. Es sind zwar nur noch wenige, aber können ja mal abwechseln. Wobei ich muss die Sterne ja auch noch machen. Wobei ich nicht weiß, ob ich die Sterne wieder komplett rundrum beklebe oder wieder nur so einen in die Ecke. Das ist, glaube ich, schöner bei den kleinen Sternen. So, wo fangen wir denn mal an? Fangen wir hier an. So. Ja, jedenfalls habe ich immer eine Yankee Candle brennen, wenn meine Kundinnen kommen, weil es halt ja, den Duft schön verteilt in der ganzen Wohnung. Ich habe wirklich großen Wohnflurbereich, das ist alles offen und das muss dann halt einfach komplett, die Kerze muss das schaffen und das hatte ich bis jetzt bei eigentlich fast noch keiner Kerze, die das geschafft hat, den Raum so groß, also so einen großen Raum zu füllen mit Duft. Das schafft keine Ahnung, Brise oder was auch immer, also bei mir zumindest. Und die Yankee Candles, die schaffen das halt ohne Probleme. Und ja, deswegen bin ich so ein Riesenfan davon. Und im Moment könnte ich nur kaufen, kaufen, kaufen. Es gibt schon wieder so viele tolle neue Sorten und ja. Deswegen, ich werde auch ein Yankee Candle Video machen heute noch für euch. Wen das interessiert, der kann ja dann mal reinschauen. Weil das ist einfach ein Teil von mir im Moment und deswegen gehört das auch zu meinem Kanal. Weil ja, ich einfach alles in meinem Kanal zeige, was mich so interessiert, was mich beschäftigt. Und deswegen wird da jetzt auch ein Yankee Candle Video kommen. Oder was heißt eins? Da werden bestimmt noch mehrere kommen in Zukunft. Gibt ja auch einige von den Bastlern, wie ich so mitbekommen habe, die auch gerne Duftkerzen anhaben beim Basteln. Und ja, vielleicht interessiert es euch ja. So, das ist so schwierig, wenn die Schale hier noch so voll ist. Aber ja, man macht es sich ja halt auch immer schwerer, als man müsste. Ne? Ich könnte die ja auch einfach, ich könnte mir noch was suchen und die auskippen, aber nö. Man macht es sich ja immer schwerer, als sein muss. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr wirklich
komplett zugucken wollt, bis ich die Dinger jetzt alle beklebt habe. Ich bin gerade am Überlegen, ob es vielleicht sinnvoller wäre, weil ihr habt ja jetzt das Prinzip gesehen, ihr wisst ja, wie ich das mache, und vielleicht wäre es sinnvoller, euch dann wieder dazu zu holen, wenn ich die Sticker auswähle, wenn ich die Jellies alle geklebt habe, weil, ja, ich glaube, ihr müsst euch jetzt eigentlich auch nicht alle Teile angucken, die ich hier beklebe, weil das dauert ja auch ewig. Ja, ich denke, ich mache jetzt gerade hier noch die Lilanen fertig und dann, ja, hole ich euch wieder dazu, wenn ich die Sticker dann auswähle. Ich habe mir ja schon mal eine kleine Vorauswahl hier zur Seite gelegt, weil das dauert ja sonst ewig. Ich will auch ein bisschen Kawaii, klar. Ich habe auch hier die My Melody und die Little Twin Star Sticker liegen. Die will ich auf jeden Fall auch benutzen. Aber nicht nur. Ich möchte auch gerne ein paar andere. Ich habe ja noch die Märchensticker, da sind noch ein paar coole dabei. So. Jo, gut, also wie gesagt, ich glaube, ich mache hier eine Pause und hole euch dann wieder dazu. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Ich habe mich jetzt entschieden, ich habe auf den Stern komplett kleinere Jellies drumherum geklebt, aber kleine gelbe habe ich halt keine mehr. Und deswegen habe ich mich bei den anderen entschieden, wie ihr seht, einfach nur eine Perle in die Ecke zu kleben. Finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Und ja, jetzt gucken wir mal wegen den Stickern. Ich habe hier extra mal die kleinen Lolitas noch, weil die will ich vielleicht für die Sterne. Und ja, und für die Herzchen, da wollte ich gerne hier so, das finde ich ganz süß. Ich muss nur mal überlegen, da ist auch so gelb, rosa und lila drin. Also würde ich sagen, wir nehmen mal den. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, das müsste alles mit dem Bild sein. Ich tue mal zur Seite. Jetzt einfach mal so. Mal gucken, wie genau. Nee, jetzt geht es nicht mehr ab. Die kleben gut. Das ist halt schon so ein bisschen... Ja, mittig sitzt das Herz. So ist, glaube ich, ganz cool. Festdrücken, dass da keine Luftbläschen drunter sind, weil die sieht man dann später. Ja, finde ich eigentlich ganz hübsch. Sehr süß. Da kann man ja auch dann vielleicht im Nachhinein noch irgendwas verzieren oder so. Mal gucken. Ich erstmal dahin. Das wollte ich gerne. Dann habe ich auch hier noch das. Das finde ich auch cool. Das ist Cinderella. Ist halt auch wieder so... Ist ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob das da drauf passt. Wir probieren das einfach. Ich finde, die Sticker sind so niedlich. Ist ein bisschen mit der Schleife ein bisschen doof. Ob man das ganz hoch kleben kann. Ja. Oh. Da waren die Jellies noch nicht ganz trocken. Ich habe auch langsam Angst, dass mein Harz schon fest wird. Ich glaube, ich mache das mal hier ein bisschen mit der Kappe von dem Stift. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Seht ihr was? Hier. Das ist eigentlich echt süß. Und ich wollte eigentlich, wenn das passen würde, noch dieses Happy Ending hier unten mit draufkleben, weil das gehört ja eigentlich dazu. Und das steht hier oben bei dem anderen auch. Das ist irgendwie hier so an die Seite. Das kann ja auch ruhig so ein bisschen drüber sein. So, wäre ganz cool. Ja. Ja, ruhig ein bisschen auf die Kante, das macht ja nichts. Schiebe ich jetzt als hier die Jellies hin und her, ne, die sind fest. So. Happy Ending. Finde ich ganz cool. Fussel. Dann habe ich hier noch liegen, ja, die Twin Stars und My Melody und so. Und die Twin Stars, da hätte ich gerne von dem hier was da rein, weil das mit dem Rosa und Blau so gut passt.
Aber natürlich beide zusammen. Jetzt muss ich mal gucken. Das wäre natürlich auch toll mit dem Herz. Ihr seht es gar nicht in das Spiegel. Ich zeige es euch gleich. Oder das. Ist halt ein bisschen klein. Ich glaube, ich finde das Herz ganz cool. Das gefällt mir ganz gut. Ich zeige es euch gleich besser. So. Jo. Da sieht man jetzt die Streifen. Das muss man richtig gut andrücken. Ich hole es euch mal ein bisschen näher. Vielleicht könnt ihr das sehen, wie das dunkler wird, wenn man das drauf drückt. Da ist noch ein Bläschen. Ich gehe da schön mit dem Fingernagel drüber. So, das ist doch süß. Okay, dann brauchen wir noch zwei große. Und ich wollte gerne noch das hier benutzen. Das Herzchen, das finde ich auch ganz süß. Ich weiß nur noch nicht, ja, ich glaube, das gefällt mir besser als mit dem Blau. Dann kommt das da rein. Ich muss immer mal gucken, ob ich überhaupt auch noch aufnehme. Weil irgendwann ist bestimmt auch mal der Speicher voll. Da muss ich echt gut drauf achten, dass euch da dann hier nichts fehlt. So, volle Konzentration, da bin ich immer relativ ruhig. Dass hier keine Bläschen drunter sind. Ja, ich finde die so hübsch. Ah, ich freue mich so. So, dann brauchen wir noch ein großes. Das wird wahrscheinlich auch gut passen, aber mit dem Lila. Ich würde gerne noch was von diesem Bogen hier nehmen. Für das lila Herz. Das kann man da hinlegen. Vielleicht die zwei. Ja, es spiegelt wieder, ne? Ich glaube, das sieht ganz hübsch aus. Ja, ich nehme die zwei jetzt einfach. Vielleicht kann man da ja noch ein Herzchen mit hinkleben. Das mache ich sofort. Ich gucke mal, was hier noch so... Da sind so Sternchen. Einfach so ein Stern. Alles andere ist, glaube ich, ein bisschen groß. Ich glaube, ich nehme den rosa Stern. Oh je. Jetzt hat die Katze Sehnsucht nach mir. Ich muss gleich mal nach ihr gucken gehen. Und dann nehme ich noch ein gelbes. So ein kleines. Ja, das ist immer, wenn die mich hier reden hört, dann kommt die irgendwann und will natürlich zu mir. So. Zuckersüß, oder? Finde die ganz, ganz toll. Und jetzt brauchen wir noch kleine für die Sternchen und... ich habe überlegt, ob man wieder hier so diese kleinen Tierchen, weil man weiß ja auch sonst nicht so, für was man die verbrauchen soll. Oder mal hier so eins. Ich glaube, ich finde das hier ganz süß. Mit dem Bärchen in der Tasse. Nehmen wir einfach mal eins. Ist ja total wurscht. Oh, geil. So. Ich muss mal langsam, ich muss mal gucken. Ja, es geht noch mit dem Harz. Haben noch ein bisschen Zeit. Und dann hätte ich gerne noch was von den Twin Stars auf den Stern. Den habe ich ja extra rosa und hellblau gemacht. Fände ich jetzt auch süß mit dem Herzchen. Es ist halt schwierig, da sowas Kleines rein, weil die passen da alle nicht rein. Habe ich hier noch was Kleines drauf? Ja, die sind alle zu groß. Da passt immer nur eins rein. Ich hätte ja gern beide drin. Passt das vielleicht? Könnte. Na, das wird ganz, ganz knapp mit den Jellies. Was ist mit dem? Ich nehme das jetzt einfach. Das wird jetzt irgendwie da passend gemacht. Man die so ein bisschen
Ach, arme Miezi. Ach Gott. So, ich gehe kurz gucken. So, das Video besteht jetzt einfach aus 100 Teilen. Miezi hatte Hunger. Ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt gut geht. Wahrscheinlich 2 Minuten und dann geht es weiter. Ja, ich schaue mal, wie weit ich komme. So, dann tun wir die mal zur Seite. Jetzt habe ich noch 2. Ich würde gerne einmal hier noch so ein Fischi draufkleben. Ich finde die so süß. Ich glaube, ich nehme mal die Maus mit dem Hu. Sieht so putzig aus. Jetzt muss ich nur gucken, welches nehme ich denn. Ist eigentlich total egal. Ein bisschen weiter oben hinkleben. So, ja, perfekt. Ja, also ich bin echt begeistert. Könnten wir vielleicht auch noch irgendwas... Ist da noch was Kleines? Nee. Da ist nichts Kleines drauf. Naja, egal. Und dann würde ich gerne in das letzte noch eine Lolita kleben. Und ich muss mal gucken, welche da jetzt gut reinpasst. Ich finde ja die so hübsch. Die ist halt auch rosa. Die passt halt auch am besten von dem pastelligen her. Ich mache das jetzt einfach. Das ist mit meiner Lieblings-Lolita von dem Bogen. So. Noch die Bläschen rausmachen. So, jetzt haben wir es geschafft. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir fangen mal an zu domen. Ich weiß nicht, wie lange das Harz noch mitmacht. Ich ziehe jetzt erstmal meine schönen rosa Handschuhe an. Damit hier nichts schief geht. Mittlerweile müssten ja auch die Jellies und so getrocknet sein. Der Schmucksteinkleber müsste eigentlich fertig sein. So, hier ist mein Harz. Ja, seht ihr, das ist immer noch... Ihr wisst ja, wie lange das jetzt schon hier rumsteht. Und guckt mal, das ist immer noch total flüssig. Aber jetzt sind die Bläschen auch so weit raus und ja, ich fange einfach an. Ihr kennt das Spiel ja schon. Habe ich ja alles schon mal gemacht und ich gucke mal gerade, ob es irgendwie geht, dass ich euch ein bisschen näher ranhole. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es scharf ist. Ich denke aber mal. Und ja, ich habe auch wahrscheinlich ein bisschen die Hand dann im Bild, aber dass ihr vielleicht ein bisschen mehr noch seht. Ja, und jetzt fange ich einfach mal an. Ich gebe einfach das Harz hier so ein bisschen in die Mitte. Ich fange da immer ein bisschen vorsichtiger an. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die überlaufen. Ich habe ja hier, die liegen ja auf meiner Silikonmatte. Das ist ja alles kein Problem, wenn das überläuft. Das geht ja trotzdem wieder ab. Ist zwar nicht so hübsch, aber also die hätten dann am hinten so ein bisschen so Ränder, sage ich mal. Aber das ist ja nur hinten. Kann man ja auch noch was drüber machen im Notfall. Aber ich denke nicht, dass das überlaufen wird. Ich mache das mal so ein bisschen gleich an die Jellies ran. Die benutze ich auch so als Rand. Also ich werde nicht drüber gehen über die Jellies, glaube ich. Ich muss gleich mal gucken. Obwohl, dann halten die besser, wenn man die noch mit eingießt sozusagen. Das gleich mal probieren. Ich hoffe auch, ich habe genug Harz. Ich finde das immer so schwierig einzuschätzen, wie viel Harz man braucht. Egal für was, auch für Formen oder für, ob es jetzt zum Domen ist. Ich finde das wahnsinnig schwierig, da ja, die passende Menge einfach anzumischen. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt irgendwas sehen. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen über die Perlen drüber zum Rand hin. Die einfach so ein bisschen ja, geschützt sind, dann fallen die nicht so schnell wieder ab, weil das kann ja leider doch immer mal passieren bei den Harzteilen, dass die ja die Glitzersteinchen abfallen. Vor allem, wenn man das halt als Schlüsselanhänger oder irgendwas benutzt, das ist ja eigentlich logisch, ne, dass das passieren kann. So. Jetzt ist halt von Vorteil, dass das Harz nicht mehr ganz so flüssig ist und ja, nicht wegläuft sozusagen. Aber kann natürlich passieren, dass es außen runterläuft. Das ist immer möglich. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hier angefangen habe.
Man sieht das kaum, wo man schon drüber war. Hier nochmal reingehen. Ja, das ist schon, Dom ist schon auch ein Fall für sich. Aber das ist einfach, die Teilchen werden dann so hübsch. Vor allem, wenn man eine richtige Kuppel drauf macht. Ich mache da ja jetzt keine Kuppel drauf, weil die waren ja hohl sozusagen vorne. Ich gieße die ja jetzt nur auf. Und weil eine Kuppel, da bräuchte ich ja total viel Harz, um da jetzt noch eine Kuppel drauf zu machen. Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich euch komplett zugucken lasse bei allen Teilchen, weil es ist halt immer dasselbe und ja, ich weiß nicht, ob das spannend ist für euch da jetzt bei den ganzen Teilchen zuzugucken, wie ich da das Harz da drauf klatsche, weil ja, es ist halt ja doch bei jedem Teilchen dasselbe und ich habe ja auch schon mal Videos dazu gemacht. Weiß ich nicht, ob das so spannend ist. Könnt ihr mir ja auch mal eure Meinung da lassen für zukünftige Videos. Ja, wie euch das lieber ist, ob ihr da lieber komplett zuguckt oder ob das okay ist, wenn man zwischendurch mal sagt, jetzt den Teil mache ich alleine und ja, hol euch wieder dazu dann. Könnt ihr mir ja mal eure Meinung da lassen, wenn ihr mögt. So, da ist ein bisschen ein Loch hin. So, ich glaube, ich habe alles. Ich muss mal gerade gucken. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich da nicht wieder reintouch. Macht man ja immer ganz gerne mal. Ich komme auch nicht echt runter jetzt. Ja, hier habe ich jetzt natürlich wieder Harz. Ja, jetzt sehe ich auch hier oben, habe ich vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, ich glaube, hier so am Rand kann man ganz gut sehen, wo es noch ein bisschen matter aussieht. Da. Ich muss aufpassen, dass es vorne nicht runterläuft, weil ich halte es jetzt doch etwas schräg. So, da ist noch. Es zieht sich halt auch dann wieder ein bisschen zurück. Harz ist da ja immer so ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt habe ich alles. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich lege das jetzt mal hier oben hin. Ich lasse die nämlich dann da erstmal liegen. Ich hoffe, das läuft jetzt wieder ein bisschen zurück. Und ich brauche noch mein Feuerzeug. So, ihr könnt jetzt gar nichts mehr sehen. Ich gehe mal wieder raus. Moment. So, mein Feuerzeug. Da oben habe ich es hingelegt und jetzt gehe ich noch mal einmal kurz darüber. Ihr seht natürlich jetzt wieder nichts. Dass die Bläschen raus sind, sind eh kaum Bläschen gewesen. Ja, genau. Und jetzt hoffe ich, dass es so bleibt und nicht noch irgendwo runterläuft. Und ja, also ich würde glaube ich sagen, ich mache den Rest alleine und ja. Ich weiß gar nicht, ja, ich zeige euch dann gleich. Ich hole euch dann zum 100. Mal nochmal dazu und zeige euch dann, wie die fertigen Teile, also gedomt aussehen. Und dann ist aber auch Schluss mit dem Video. Und ja, dann mache ich das jetzt mal schnell, bevor mein Harz trocknet. Ich mache halt einfach ein bisschen schneller dann, ne? Und ja, dann bis gleich. So, ihr Lieben, ein letztes Mal hole ich euch dazu. Die Teilchen sind gedomt, ihr könnt sehen. Die sind auch, Moment, ich muss mal ein bisschen so vielleicht. Die glänzen, hier könnt ihr den Lichtschein sehen. Ja, hat richtig gut geklappt. Ich muss mal gerade gucken, ob ich den so ein bisschen, mach den mal hier dazwischen. Ich hoffe, ihr könnt so noch genug sehen. Ja, das Harz war doch schon etwas zu fest. Es war dann ein bisschen schwierig zum Schluss hin. Das hat schon ein bisschen Fäden gezogen, aber gar kein Problem. Wie ihr seht, hat super geklappt. Ich finde, die Teilchen sind so hübsch geworden. Mir ist es jetzt irgendwie ein bisschen zu dunkel, vielleicht lieber so. Ich finde es so toll und mir macht es so viel Spaß und ja, es werden noch mehr so Teile kommen. Der nächste Plan sozusagen, wie es weitergeht, ist Halloween. Bei mir wird es aber dieses Jahr Kawaii Halloween geben und ja, lasst euch mal überraschen, was da noch so kommt. Ich weiß es selbst und ich bin selbst noch ja, gespannt, was draus wird und ich werde da mal mich ein bisschen rumversuchen. Es wird allerdings halt dann noch ein bisschen dauern, bis ich euch die Teile zeige, aber ja, der Herbst kommt. Im Moment regnet es wieder draußen, vielleicht könnt ihr es hören. Ja, ich bin gespannt, wie ihr die Teilchen findet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mega lang geworden ist. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.